Wir stellen euch heute einige Spiele vor, die in der Zielgruppe Ü30 für ungetrübten Spielgenuss sorgen können. Sei es durch besonders leichten Einstieg oder Steuerung, kurze Abschnitte oder auch besondere Mehrspieler- und Familientauglichkeit. Tja, und wer sich auch nur ein ganz klein wenig für Fußball interessiert, der kommt an einer entspannten Runde mit dem aktuellen FIFA 13 eigentlich gar nicht vorbei. Die Grafik ist super, die Steuerung sehr zugänglich und der Spielspaß grandios. Aufgrund der verschiedenen Schwierigkeitsstufen mit optional stark vereinfachter Steuerung macht sich das Spiel auch sehr gut als Familienparty. Ebenfalls Familien- und Mehrspieler tauglich ist das aktuelle Rennspiel Grid 2. Im Gegensatz zum Vorgänger ist das Spiel auch diesmal wieder etwas arcade-lastiger, das heißt, es geht direkt zur Sache, ohne extra ewig lange Einstellungen an den Boliden vorzunehmen oder sich erst noch durch Tuning-Optionen zu wühlen. Nein, 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 nicht abschalten. Winkt nicht gleich ab, denn auch dieses Spiel hat seine Daseinsberechtigung und auch seine Fans. Viele Spieler jenseits der 30 spielen gern Berufssimulationen. Und diese hier gehört nun einmal mittlerweile wirklich zu den besten, was das Genre zu bieten hat. Auch wenn es sicherlich nicht ganz jedermanns Geschmack ist, mit dem Traktor Linien auf einem Getreidefeld zu ziehen. Ganz so langweilig, wie es dem Titel viele Core-Gamer immer vorwerfen, ist er dann doch nicht. Ebenfalls recht gemütlich geht es in der Verkehrssimulation Cities in Motion 2 zu. Hier baut ihr Straßen und Schienennetze, stellt Personal ein und sorgt dafür, dass die Menschen einer Stadt zu jedem Zeitpunkt pünktlich und zufrieden von A nach B kommen. Das ist zwar kein Top-Titel, macht aber nach einer kurzen Einarbeitungszeit richtig viel Spaß, wenn man sich hier als Verkehrsmanager versuchen kann, auch im gelungenen Mehrspielermodus. Die dritte Simulation, die ich euch empfehlen möchte, hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Emergency 4 sieht nicht mehr ganz taufrisch aus, ist aber nach wie vor einer der besten Vertreter der Katastrophensimulation. Darin scheucht ihr alles über den Bildschirm, was Sondersignale auf dem Dach hat und Menschenleben retten kann. Das geht von Polizeikräften über Feuerwehren bis hin zum technischen Hilfswerk und Notarztwägen. In Portal gibt's die namensgebende Portalkanone und Futter für eure grauen Zellen. In Valves mehrfach preisgekrönten Spiel rätselt ihr euch den Weg durch mehrere Levels, um aus einer Forschungseinrichtung zu entkommen. Dazu müsst ihr eure einzige Waffe und die Gesetze der Physik taktisch klug einsetzen. Mit ihrer Hilfe versucht ihr durch die selbst kreierten Portale durch die Testkammern zu entkommen. Und die sind fieserweise mit Selbstschussanlagen, Säurebecken und sogar Laserstrahlen gespickt. Den Mehrspieler-Fans unter euch, die sich auch im gesetzten Alter nochmal gerne in Multiplayer-Matches stürzen, ohne vorher 100 Stunden geübt zu haben, empfehlen wir Team Fortress 2. Der Titel stammt ebenfalls von Valve, ist als Free-to-Play erhältlich und bietet auch einen leichten Einstieg. Das Spielprinzip ist einfach. Klasse aussuchen und den Jungs vom anderen Team auf die Mütze hauen. Doch Obacht, das Spiel ist nicht für minderjährige Söhne oder Töchter geeignet, es ist ein 18er-Titel. Es soll ja auch Ü30-Spieler geben, die immer noch genug Zeit haben, um beispielsweise aktiv an Online-Rollenspielen teilzunehmen. Ein Spiel, das keine monatlichen Gebühren kostet, sie nicht in 40-Mann-Raids zwingt und bei dem sogar die Erforschung der Spielwelt belohnt wird, ist Guild Wars 2. Es richtet sich auch an Spieler, die vielleicht nur ein oder zwei Stunden am Tag durch die faszinierende Welt streifen können. Oder wollen. Mehr als 60 Millionen können nicht irren. So viele Spieler sind mittlerweile beim Free-to-Play-Hit World of Tanks angemeldet und rumpeln regelmäßig mit ihren Panzern über die Mehrspieler-Schlachtfelder. World of Tanks verlangt den Spielern zwar einiges an Können ab, bietet aber auch einen leichten Einstieg. Mit den Matches verdient ihr euch Ingame-Währung und Erfahrungspunkte und könnt damit neue Teile wie Geschütze und Motoren für euren Stahlkoloss erforschen und das Gefährt damit aufrüsten. In Scribblenauts Unlimited könnt ihr nicht nur jede Menge Quatsch anstellen, sondern ihr sollt genau das auch tun. Denn hier löst ihr Rätsel mit Köpfchen und einem magischen Notizblock. In den tippt ihr Begriffe und Adjektive ein, die dann prompt in der Spielwelt erscheinen bzw. sie entsprechend verändern. So löst ihr verschiedene Aufgaben, die euch das Spiel stellt und sammelt damit Sterne, mit denen ihr weitere Titel der Spielwelt freischaltet.
Lediglich Begriffe mit jugendgefährdendem Inhalt sind im deutschen Notizblock gesperrt. Ihr könnt also prima auch mit euren Kindern zusammenspielen. So muss das Remake eines Retro-Klassikers aussehen. So und nicht anders. In Gianna Sisters Twisted Dreams flitzt ihr mit zwei Schwestern durch eine Welt voller Gefahren, sammelt Diamanten ein, findet Geheimlevel und räumt Monster aus dem Weg. Auf Knopfdruck könnt ihr jederzeit zwischen beiden Mädels wechseln. Dann ändert sich nicht nur eure Spielfigur, sondern auch die Spielwelt, zwischen düster und krachbunt. Gianna Sisters Twisted Dreams ist ein hervorragendes Jump'n'Run mit zeitgemäßer Technik, toller Steuerung und neuen Moves sowie einem hohen Suchtfaktor. Bei Awesome Nauts handelt es sich genau genommen um ein, Achtung aufgepasst, 2D-Multiplayer-Online-Battle-Arena-Titel der Marke League of Legends. Allerdings seht ihr das Geschehen hier nicht in der Draufsicht wie in einem Strategiespiel sonst üblich, sondern als 2D-Side-Scroller. Ihr kämpft jeweils mit den besten Söldnern der Galaxis in zwei Teams gegeneinander, um die Basis des Gegners zu vernichten. Und das geht auch im Koop-Modus, den wir euch hier gerade im Bild zeigen. Anno Online ist, wie der Name schon sagt, ein Anno für ihren Browser. Es basiert auf den berühmten Box-Vorfahren und gehört zu den besten derzeit erhältlichen Spieleumsetzungen als Browserspiel. Es erinnert nicht nur optisch an Anno 1404 und 1701, sondern bietet in etwa auch das gleiche Spielprinzip, bereinigt um Features wie Gegner, Militäreinheiten und bewaffnete Auseinandersetzungen. Ihr kümmert euch also um den Ausbau eurer Inseln und Städte und die Bedürfnisse eurer Einwohner. Auch auf Tablets und Handys gibt es tolle Spiele, die mittlerweile den Sprung von PC auf dieses System geschafft haben. Ein echter Klassiker unter den Adventures ist Baphomets Fluch 1 und auch der zweite Teil. Beide sind jetzt für Tablets auf Android und iOS erschienen und großartige Portierungen geworden. Sie glänzen unter anderem mit komplett deutscher oder alternativ auch anderer Sprachausgabe und Untertiteln, einer sehr guten Steuerung und einer gelungenen Journalfunktion sowie einem mehrstufigen Hilfesystem. So ist es auch absolut kein Problem, nach längerer Spielpause ganz einfach wieder ins Spiel zu finden. Mit mehr als 100 Millionen Downloads seit der Veröffentlichung ist Cut the Rope eines der erfolgreichsten Apps überhaupt. Wie der Name schon verrät, geht es im Spiel darum, ein Seil durchzuschneiden. Damit füttern sie ein grünes Tierchen mit allerlei Süßigkeiten. Das hungrige Omnom. Grand Theft Auto. Mit GTA 3 10th Year Anniversary Edition bekommt ihr eins der einflussreichsten Spiele aller Zeiten. Ein Verbrecher-Epos, das Open-World-Spiele für immer verändert hat. In einer riesigen und frei erkundbaren Welt versucht er, in der dunklen und schmierigen Unterwelt von Liberty City zum Gangsterboss aufzusteigen. Für die Portierung spendierte der Hersteller dem Titel eine neue und wirklich gute Grafik sowie optimiertes Gameplay und Steuerung. Und es gibt sogar die Möglichkeit, USB-Controller anzuschließen. Action garantiert. Errate das Lied ist ein witziges Musikspiel für die ganze Familie, in dem es darum geht, möglichst schnell die per Zufallswiedergabe ertönten Lieder zu erkennen. Es gibt viele Songs in zahlreichen Kategorien wie etwa One-Hit-Wonder, Pop-Hits, Hard-Rock oder sogar Film- und Fernsehteam. Besonders spaßig ist der Zweispieler-Modus, bei dem es natürlich darum geht, schneller als der Gegenspieler zu sein. Das Spiel hat dann einen geteilten Bildschirm, sodass man das Tablet ganz bequem auf den Tisch legen und sich gegenüber sitzen kann. Wer sich für Strategiespiele auf seinem Tablet oder Handy begeistern kann, wird an Majesty the Fantasy Kingdom gefallen finden. Diese schicke Aufbausimulation ist die Touchscreen-Geräte-Umsetzung eines 2000 erschienenen Windows-Klassikers. Als Herrscher über euer Königreich erteilt ihr euren Untertanen Befehle, die diese aber nur für eine angemessene Belohnung ausführen. Eure Helden verbessern ihre Fähigkeit und Talente, wenn sie eure Aufträge ausführen und verdienen damit auch Geld für neue Waffen und Ausrüstung. Rayman Jungle Run ist aktuell eines der besten Jump'n'Runs auf mobilen Geräten. Nun scheuchen sie Rayman in bewährter Jump'n'Run-Manier auch über Tablet- oder Handy-Displays. Dabei weicht ihr etwa Kanonenkugeln oder herabstürzenden Felsbrocken aus. Und das funktioniert am Tablet überraschend gut. Nicht nur, weil der Schwierigkeitsgrad relativ niedrig ist, sondern auch wegen der einfachen und präzisen Steuerung. Grafik und Sound sind wirklich toll gelungen und die Spielfigur flutscht nur so durch die 63 wunderschön gestalteten Levels. In Puzzle Quest 2 lassen wir es etwas ruhiger angehen.
Der Ableger der bekannten Rundenstrategie-Serie Warlords verknüpft geschickt Rollenspiel, Fantasy und Puzzle-Elemente. In einer Fantasy-Welt helft ihr den Bewohnern im Kampf gegen fiese Goblins, Trolle und andere Monster. Die Kämpfe finden im Stil von Bejeweled und ähnlichen Titeln statt. Zug um Zug verschiebt ihr eure Steine und ladet so Spezialattacken auf und bereitet Kombos vor. Das Spiel besticht durch seinen aufkommenden Suchtfaktor, die schicke Grafik und gelungene Atmosphäre. Ihr liebt epische Rollenspiele à la Skyrim, habt aber keine Zeit, euch dafür wochenlang an dem PC zu hocken? Dann solltet ihr euch unbedingt Ravensword Shadowlands auf dem Tablet anschauen, denn dieser Titel schickt sich an, Rollenspiele mit riesigen, frei begehbaren Spielwelten und epischen Kämpfen auf den Mobilgeräten zu etablieren. Als Krieger im Fantasy-Königreich Tyreas wandert ihr über schneebedeckte Berge und weitläufige Steppen und kämpft gegen andere Krieger und teilweise bildschirmfüllende Monster. Sammelt immer bessere Ausrüstung, wie Schwerter, Bögen und Schilde und natürlich auch Gold. Und das Beste ist, ihr dürft sogar auf einem eigenen Flugsaurier Platz nehmen und durch die weitläufige Welt segeln. Das Spiel mixt Elemente aus großen Rollenspielen wie Skyrim und den ersten beiden Gothic-Teilen, hat nur kurze Ladezeiten und bietet sogar Unterstützung für Gamepads.